Die Prabos Vagabund Bushcraft bzw. Wanderstiefel. Wir machen heute einen Extremtest. Kann diese Kevlar-Sohle eigentlich das, was sie behauptet, dass sie könnte? Ich traue mich jetzt nach einigen Monaten dann endlich ein Urteil abzugeben, nachdem ich viel damit unterwegs war. Viel Spaß mit dem Video. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Wir machen heute einen kleinen Extremtest. Deshalb habe ich einen Nagel und eine dicke Schraube vor allen Dingen mitgebracht. Die dicke Schraube probieren wir gleich mal aus. Vorher aber erst einmal die harten Fakten, die es zu diesem Schuh so zu nennen gibt. Vor einigen Monaten hatte ich zu den Prabos Vagabund schon mal ein erstes Hands-on gemacht, also ein paar Daten genannt, zu den Ersteindruck geschildert, und jetzt traue ich mich langsam eine kleine Review abzugeben. Wir schauen uns den erstmal ein bisschen an, wie die sich in den letzten Monaten so gemacht haben. Wir haben einige, ja, schöne Abriebstellen, wir haben ordentlich Dreck. Die Dinger habe ich ordentlich benutzt, vor allen Dingen auch gerne, wenn ich zum Mittelalter gefahren bin, auf matschigen Wiesen und alles Mögliche, aber natürlich auch für meine kleinen Bushcraft-Touren im Wald. Wenn es so um Tagestouren hauptsächlich ging und ähnliches. Hier zum Beispiel einmal das Innenfutter. Relativ einfach gehalten, ne? Da kommen wir übrigens gleich zu der ersten Besonderheit von dem Schuh, die ich auch schon mal genannt hatte. In dem Schuh ist keine Gore-Tex-Membran verbaut. Das ist ja eigentlich mittlerweile Standard. Also ich war letztens mit meiner Frau Schuhe kaufen für den Harzer Hexenstieg und du hast in jedem Schuh Gore-Tex-Membranen. Deshalb war ich auch erst ein bisschen stutzig, so, ist das dann überhaupt so angenehm? Weil Gore-Tex ist ja angeblich immer das Nonplusultra. Ich weiß, dass es das nicht ist, ne? Weil ich habe ja die Schuhe auch verkauft teilweise und solche Geschichten. Aber im Marketingbereich und was man so kaufen kann neu im Regal, ist Gore-Tex immer das Nonplusultra. Diese Schuhe verzichten darauf, haben aber an der Seite natürlich eine hochgezogene Gummisohle. Das bedeutet, dass da schon mal gar kein Wasser reinkommen kann. Und wenn man dann das Leder noch behandelt mit ein bisschen Wachs, ne, da gibt es ja allerhand Möglichkeiten, da kannst du auch mal in meine kleine Videothek reingucken, da habe ich ein bisschen über Imprägnieren gesprochen. Dann kannst du die auch absolut wasserdicht machen, das ist gar kein Problem. Ich war mit dem bei strömenden Regen unterwegs, ich bin damit durch Bäche gelaufen, alles gar kein Problem gewesen. Gleichzeitig hast du dadurch den Schuh ein klein bisschen leichter und meiner Meinung nach auch ein bisschen atmungsaktiver, ne? Ich sag's mal so, im Sommer jetzt gerade haben wir, ja, ich glaube heute Morgen hat 36 Grad das Thermometer gezeigt, das ist mir eindeutig zu heiß. Und im Wald sind wir wahrscheinlich auch noch bei 30 Grad und da schwitzt man halt immer bis zu einem gewissen Grad im Schuh, aber es sammelt sich keine Feuchtigkeit drin an. Ja, ich habe jetzt hohe, dicke Socken an, also richtige Arbeitssocken, und trotzdem schwimmt mein Fuß nicht in Schweiß oder sonst irgendwas. Da sieht man halt mal, eine Gore-Tex-Membran ist nicht unbedingt notwendig, um atmungsaktiven Fuß zu haben. Wir haben ansonsten Nubuck-Leder verbaut, ganz normale Schnallen, und ansonsten ist es auch ein Lederschuh, wie man den so kennt, mit einer Webrahmsohle noch dabei und hauseigenen Einlagen. Bei den Einlagen hatte ich beim Hands-On mal was angemerkt, und zwar, dass ich befürchtet hatte, dass die nicht atmungsaktiv genug wären. Das war aber ein Missverständnis von mir, weil da waren die Temperaturen auf einmal so stark gestiegen und damit hatte ich nicht gerechnet. Das ist eigentlich gar kein Problem. Also die Einlagen sind völlig in Ordnung, genauso wie die auch vom Meindl mitgelieferten völlig in Ordnung sind. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Tja, dann machen wir doch jetzt mal unseren kleinen Extremtest. Und zwar dieses kleine gemeine Ding hier. Ja, knapp 7 cm lang, schöner Durchmesser, vorne ordentlich spitz. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier natürlich nichts. Ich habe das Ganze schon mal zu Hause auf dem festen Untergrund mit dem Nagel gemacht. Deshalb wusste ich, dass nichts passiert. Da ist es aber natürlich noch deutlich besser nachzustellen gewesen, weil hier draußen habe ich nirgendwo so harte Fläche, dass ich da wirklich sozusagen den Widerstand habe, ne? Deshalb einmal zu Hause auf Steinfläche ausprobiert und damit ist das auch gar kein Problem. Vor allen Dingen da auch nochmal mit dem Nagel. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist, ob so eine Schraube, die aus so einem Brett rauslugt, wenn man zum Beispiel irgendwo in einem Lost Place unterwegs ist, oder ob es ein Nagel eher ist, der ja aber in sich dann meistens ein bisschen dünner ist, also vielleicht leichter abbrechen oder umbiegen könnte. Das heißt, ich wollte beides auch mal ein bisschen ausprobieren und beides funktioniert ohne Probleme. Da tut die Kevlar-Schicht das, was sie soll. Wie finde ich denn die Schuhe jetzt allgemein an sich, nachdem wir die harten Fakten hatten und unseren kleinen Extremtest durchgeführt haben? Die Schuhe sind ziemlich gut. Also vor allen Dingen gefallen mir immer Sachen, die im Preis-Leistungs-Verhältnis ordentlich sind, weil meine Meindl-Schuhe zum Beispiel kosten 300 Euro.
Das ist eine ordentliche Stange Geld. Die kosten knapp 150 Euro. Vielleicht erwischt ihr ja auch mal ein Sonderangebot und dann geht es günstiger oder so, ne? Auf sicherstadt.de. Und einfach auch mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr natürlich alle Links. Und dann sind das einfach angenehme Alltagsschuhe, finde ich, die auch für, ja, noch halb anspruchsvolles Wandern einfach gut sind. Also zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg sind das Schuhe, die ich absolut auch noch empfehlen würde. Ne? Wenn es an richtige Gebirgspassagen geht, würde ich vielleicht etwas nehmen, wo der Schaft steifer ist. Aber da bin ich sowieso ein sehr doller Verfechter davon, wenn es dann so richtig an Gebirgspassagen geht, dass man da schon sehr steife Knöchelstützenschuhe nimmt. Ne? Die Prabos, die sind nicht mega steif. Das sind für mich mehr Alltags- bis Wanderschuhe, die natürlich nochmal den zusätzlichen Extremkomfort von dieser Kevlar-Schicht haben. Es gibt auch noch verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel auch noch ein Prepper-Modell, was dann nochmal deutlich fester ist. Ich wollte aber diese kleinen Vagabund haben, einfach weil sich das Wort Vagabund so schön anhört und ich mich damit vielleicht auch ein bisschen identifizieren kann als kleiner Buschkrafter. Noch eine kleine Sache. Ich habe bei den Schuhen was abgeändert. Da ich sie ja viel im Alltag benutze, zumindest im Waldalltag, ne? Ich gehe damit jetzt nicht ständig in den Supermarkt rein, aber jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe und so, habe ich hier ein Schnellschuhsystem reingemacht. Das kennt man vielleicht von Laufschuhen oder sowas. Die gibt es auch günstig zu schießen. Kannst du unten in der Videobeschreibung die angucken, wenn du an sowas einfach mal Interesse hast. Das gibt es auch in anderen Farben. Ne? Ich wollte jetzt dieses Neongrün haben. Es gibt aber auch gedeckte Farben. Und zwar kannst du hier einfach auf dem kleinen Knopf auf, zumachen. Und das Ganze ist schön biegsam, sodass du da reinschlüpfen kannst. Und dann zieht sich das danach sozusagen fast von selber wieder zu. Das war meine kleine Applikation dazu. Das hat für mich die Schuhe noch ein bisschen besser gemacht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich die ständig anhaben kann. Ne? Also da freue ich mich einfach drüber, dass ich die habe für den Alltag. Und sie sind genauso ein richtiges Bindeglied zwischen den Turnschuhen, die man so im Alltag anhat, wenn man vielleicht im Supermarkt was einkaufen geht, und den richtig schweren Bergsteigerstiefeln sozusagen, die man dann eigentlich nur benutzt, wenn es an richtig lange, auch anspruchsvolle Touren mit hochgeht. Ne? Je nachdem sollte man immer seinen Schuh darauf anpassen, was man so macht. Deshalb gehe ich auch im Moment viel mit Flipflops unterwegs oder barfuß, weil es ist einfach schweineheiß. Das war auch schon alles, was es zu den Prabos zu sagen gibt. Ansonsten schau dich gern auf der Seite von Sicherstadt einmal um, wenn du noch weitere Infos möchtest oder frag mich in den Kommentaren, dann geht das alles super. Hier links und rechts oben findest du weitere Ausrüstungsvideos. Einfach mal durchklicken. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du meinen Ausrüstungs- oder und meinen Outdoor-Kanal abonnieren. Dann verpasst du keine Videos mehr. Und in der Videobeschreibung alle Infos. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.